Hallo liebe Bücherwürmer, ich bin's wieder, euer Phil. Heute möchte ich euch mal ein Buch vorstellen, das ich diesen Sommer gelesen habe und das mir besonders am Herzen liegt, weil es einfach eine totale Entdeckung war, ja, quasi. Ich habe das irgendwann mal schon gesehen, wollte das auch mal mitbestellen, habe das dann aber zurückgestellt, weil ich mir nicht sicher war, irgendwie, ja, keine Ahnung, ich hatte keine große Information darüber, außer den Text hier vorne auf dem Cover. Ich lese das mal kurz vor. Bei diesem Buch schießt die Lesefreude wie eine von Hickams Raketen in den Himmel, von Elke Heidenreich. Mit diesen Sprüchen auf diesen oder angeblichen Sätzen von relativ bekannten Leuten zu solchen Büchern bin ich immer vorsichtig, ja, weil manche von diesen, ja, Aussprüchen, ich bin mir da nicht sicher, ja, ich würde da nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wirklich jeder, der da dessen Spruch zu einem Buch auf so einem Cover abgedruckt wird, tatsächlich das Buch auch gelesen hat. Ja. Manche, glaube ich, schreiben da auch nur irgendwas, weil, oder werden dazu aufgefordert, weil die im selben Verlag sind wie derjenige, um den es da geht. Also ich will da nichts unterstellen, ja, aber es, ja, mit diesen Sprüchen, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Das Buch von Homer Hickam, Rocket Boys, wirklich eine Entdeckung, eine Überraschung, hat mich total begeistert, war phänomenal, fand ich, ja, also sage ich gleich vorneweg, das hat, würde ich auf der 5-Sterne-Rangliste, wie das heute Usus ist, ja, also ich will die 5 nicht überstrapazieren, deswegen, nur deswegen 4,5, ja, aber das ist schon wirklich mit eins der schönsten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und ich war da echt total begeistert, weil am Anfang, ich hätte echt, ja, man natürlich liest einen Klappentext, ja, und informierst dich dann ein bisschen oder liest halt das, was hier drin steht. Und ja, aber was es dann tatsächlich dir für eine Lesefreude bringt, das war mir nicht klar. Und das Buch hier, das bringt auf jeden Fall Lesefreude. Also da könnt ihr euch drauf verlassen. Das ist kein Fehler. Ich schaue jetzt mal, ob ein Stempel drauf ist. Nee, das war, glaube ich, bei Bücher.de oder Thalia im Sale als, ja, Restauflage, also nicht Mängelexemplar oder so, sondern Restauflage, war echt nicht teuer. Ich glaube, 5, 6 Euro hat es gekostet. Ich habe es dann auch verglichen. Ich vergleiche das immer, wenn ich bestelle. Da müsst ihr auch mal aufpassen, ja, für den einen oder anderen, der gebrauchte Bücher bestellt oder dem die Bücher zu Neupreisen in der Regel zu teuer sind. Mir sind die meisten neuen Bücher zu teuer, das gebe ich ganz offen zu. Ja, das mache ich keinen Hehl draus. Schaut mal, weil bei Rebuy oder Medimops oder wem es dann auch immer alle es gibt, ist es nicht zwangsläufig immer die billigste Variante. Also bei dem hier war es auf jeden Fall so, ich habe nachgeschaut, habe das verglichen und es hätte bei Rebuy gebraucht entweder fast genauso viel gekostet oder sogar 1-2 Euro mehr. Ich meine, das ist jetzt natürlich kein Beinbruch, klar, aber wenn du schon so auf Schnäppchenjagd gehst quasi, ja, dann schon richtig. Und wie gesagt, wenn ich einen Buchtitel sehe, so beim Sale von Bücher oder Thalia, dann tippe ich den parallel dazu immer bei Rebuy ein und schaue, was es da kostet. Medimops, da schaue ich eigentlich nicht so oft nach, weil bisher die Erfahrung, also nach dem, was ich gesucht habe, es fast immer bei Medimops ein bisschen teurer war. Und außerdem, ich weiß nicht, ich will jetzt nichts Schlechtes über Medimops sagen, ja, aber ich habe irgendwie, keine Ahnung, mich spricht die Webseite nicht an. Ja. Es ist eigentlich total dämlich, weil das Angebot ist dasselbe. Aber trotzdem, ich habe da irgendwie, ich weiß nicht, es kommt mir ein bisschen, ja, das ist nicht ansprechend, finde ich. Rebuy, die haben erst kürzlich jetzt neu ihre Webseite designt. Fand ich jetzt vorher nicht unsympathisch und jetzt ist es halt richtig noch moderner. Und ich finde das eigentlich gut. Das Einzige, was mich bei Rebuy ein bisschen nervt, ist manchmal scheint deren Server überfordert zu sein. Ja, also wenn ich da oftmals, ich sitze da manchmal, wenn ich Muße habe oder tatsächlich Bücher suche, dann kann es schon mal sein, dass ich da, wenn ich einen Rappel habe, 1-2 Stunden davor hocke und der Reihe nach nur Buchtitel eintippe und dann nach 5-6 Mal, dann zeigt er mir bei Rebuy so eine Fehlermeldung, von meinem Anschluss kämen irgendwie zu viele Anfragen gleichzeitig und das muss man jetzt erst überprüfen, ja, dass ich kein böser Hacker bin oder sowas. Verstehe ich irgendwie nicht, ja, aber okay, so ist das nun mal. Das ist das Einzige, was mich bei der Rebuy-Website ein bisschen nervt, aber vielleicht haben sie das jetzt mit dem neuen Design auch behoben. Keine Ahnung, mal schauen, wie es dann beim nächsten Mal ist. Jetzt aber zum Buch, der Homer Hickam.
genannt Sunny. Der ist in den 50ern aufgewachsen in einer kleinen Stadt in, oder Stadt, ja, in Amerika ist es eine Stadt, bei uns in Deutschland oder in Bayern würde man sagen, das ist ein Dorf oder ein Markt vielleicht, oder eine Gemeinde, also mit 2000 Einwohnern. Colwood heißt es, Kaff, und es ist wirklich ein Kaff, ja, in West Virginia. Colwood, wie der Name schon sagt, ja, es hat mit der Kohle zu tun. In der, jetzt habe ich heute meinen Aufsteller vergessen. Mist, jetzt gerade fällt es mir ein, wo ich das Buch die ganze Zeit in der Hand halte. Ja, normalerweise habe ich so einen Aufsteller, wo ich das hinstelle. Habe ich heute vergessen, tut mir leid. Ja, jetzt muss ich es irgendwie so genau stellen, mal so hin, das funktioniert auch. Also in den 50er Jahren spielt es. Der Sunny ist zu dem Zeitpunkt, als das Buch hier losgeht, 14 Jahre alt. Das ist das Jahr 1957. Wir sind in West Virginia, Colwood, also in der tiefsten Provinz. Eine kleine Ortschaft, die im Endeffekt nur irgendwann mal errichtet wurde, als dort in den Minen oder in den Bergen Kohle gefunden wurde. Dann kamen die Minenbetreiber, die Gesellschaften, haben dort Stollen in die Berge getrieben. Da brauchten die Arbeiter, die Bergarbeiter natürlich Unterkünfte. Und aus dieser Atmosphäre wurde dann dieses Colwood erschaffen, ja, in dem dann eigentlich nur die Arbeiter leben, die in der Mine wohnen, deren Familien, deren Kinder. Und da ist halt weit und breit sonst nichts. Ja. Es gibt dann die Straße drauf, gibt's noch, geht's dann ins Mingo County. Das ist dann das nächste County. Ja. Das sind aber auch nur lauter so Käfer, die um irgendwelche Minen rumgebaut worden sind. Und in diesen Städten, in diesen ganzen Counties, da spielt sich alles, da dreht sich alles nur um die Kohle und sonst gar nichts. Der Sunny, wie gesagt, der ist 14 Jahre alt, also der Homer Hickam, das ist ja dem seine quasi Autobiografie, also er hat die Geschichte geschrieben, rückblickend über seine Jugend. Und geht eigentlich los mit dem für ihn schon lebensverändernden Erlebnis, dass im Radio oder seine Mutter, es ist ein Samstagmorgen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, da weckt ihn seine Mutter zu einer frühen Stunde, wo er normal samstags nie aufsteht, denkt sich schon, ja, was ist jetzt hier los? Ja, er muss unbedingt mit runter in die Küche kommen und da läuft das Radio und es ist ganz was Tragisches passiert oder was ganz was Schlimmes oder Besonderes. Weiß ich jetzt die genaue Wortwahl nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, der stapft halt da schlaftrunken noch Samstagmorgen runter in die Küche, da läuft das Radio und dann ist die Weltsensation, ja, Sputnik ist im Orbit. Und dann werden eben diese Signale gesendet, also im Radio übertragen die dieses berühmte Piepen, ja, das vielleicht der ein oder andere von euch auch schon mal bei so einer Doku gehört hat. Und das war ja für die Amerikaner ein Riesenschock. Ja. Also die Sowjets, der Erzfeind, also nachdem sie die Nazis 15 Jahre oder 12 Jahre vorher besiegt haben, jetzt haben sie den nächsten Feind, die Kommunisten, die bösen Russen, die bösen Sowjets. Ja, und jetzt haben die Sputnik im Weltall, der da oben über ihre Köpfe hinweg fliegt und was weiß der Geier, was jetzt da oben anstellen könnte. Also das ist total ein Kulturschock für die Amerikaner. Und der Sonny, seine Mutter, die Freunde, alle sind total hin und weg, ja, was jetzt da los ist. Der Sonny findet das aber jetzt weniger bedrohlich, sondern irgendwie faszinierend. Ja, und das ist so für ihn so dieser Moment, wo es bei ihm so Klick macht, wo er sich denkt, so quasi, ja, wie kommen die da überhaupt hoch? Ja, also so, da fängt es bei ihm an. Und am Montag darauf ist natürlich Stadtgespräch. Ja, also keiner spricht über was anderes, außer Sputnik hier, Sputnik da. Und dann stellen sie auch noch ganz, ganz betrübt fest, ja, also jetzt die Gesellschaft damals in den USA, das ist dann auch wahrscheinlich mehr Hype oder mehr Hysterie, als dass es tatsächlich einen wahren Hintergrund hat. Es wird dann die Feststellung getroffen, ja, unsere Jugend, die ist ja viel zu dumm und viel zu ungebildet und viel zu wenig an Wissenschaft interessiert und da muss man doch was ändern. Ja, so weil jetzt quasi die Sowjets die Amerikaner nur deswegen überrennen, weil die alle so gescheit sind und weil bei denen quasi jeder zweite jugendliche Raketeningenieur wird, was ja mit Sicherheit nicht der Fall war in der Sowjetunion. Aber so ist es nun mal. Ja. Es ist halt einfach in den 50er Jahren Kommunistenangst, ja, die Furcht vor dem nächsten großen Konflikt, die Furcht davor, dass die USA infiltriert werden von irgendwelchen bösen Kommunisten, die ja nichts anderes im Sinn haben den ganzen Tag, als wie die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das waren so diese, ja, kann man schon sagen, Verschwörungstheorien, die damals aber auch von höchster Stelle, ja, forciert wurden. McCarthy-Ära ist ja vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Dieser Typ, ja, dieser bösartige Menschenhasser, dieser Sadist, dieser
ich weiß gar nicht, was ich über den sagen soll, so ein furchtbarer Typ war das, der jeden angepisst hat und jedem versucht hat, an die Karre zu fahren, der auch nur in ansatzweise falsche Gedankengänge geäußert hat. Ja? Also da sind ja etliche Schauspieler, Produzenten, Regisseure, Literaten, Künstler, Musiker, alles im Endeffekt, was nicht bei drei auf dem Baum war, musste sich vor der Kommission für unamerikanische Umtriebe dann rechtfertigen, was er denn für einer ist und dass er ja kein Kommunist ist, der hier quasi unter dem Deckmäntelchen der Kunst versucht, die amerikanische Bevölkerung der Gehirnwäsche zu unterziehen oder also die Invasion vorzubereiten. Das fällt mir jetzt gerade ein, ja, da gibt es aus den 50er Jahren diesen Film, der war schon ewig lang nicht mehr im Fernsehen da, und als ich ein Kind war, da kam der oft im Fernsehen und ich habe den total geliebt und der ist bestimmt, wenn ich den heute so nochmal sehen würde, dann ist er bestimmt auch klasse. Hilfe, die Russen kommen. Ich bin jetzt nicht, oder es könnte auch Hilfe, Hilfe, die Russen kommen, könnte der Titel sein. Ja, bloß am Rande, aber weil das mir eben gerade einfällt, das ist ja so eine Geschichte, da strandet versehentlich so ein russisches U-Boot an irgendeinem Ostküsten-Kaff in Amerika und die Bevölkerung von diesem Kaff, die entdecken das. Und sie haben dann natürlich, dann ist erstmal großer Alarm, ja, also der Sheriff flippt komplett aus, ja, also sind die Russen sind jetzt hier mit ihrer Streitmacht gelandet in irgendeinem unbedeutenden Kuhdorf, in so einem Fischerkaff mit 500 oder 1000 Einwohnern, wo die sich ja mit Sicherheit voll dafür interessieren würden, das als Angriffsziel zu wählen. Auf jeden Fall. Er schaukelt sich dann hoch, ja, und am Ende ist dann die Moral von der Geschichte, ja, ist dann, ach so, die Russen sind ja auch bloß ganz normale Menschen, ja, und das sind ja gar keine bösen Monster, die aus der Unterwelt heraufgestiegen sind, um die Amerikaner zu unterjochen, die retten sogar kleine Kinder, das ist dann das Ausschlaggebende am Schluss, ja, will jetzt nicht weiter dazu was sagen, weil, ja, da haben wir bestimmt, oder könnte schon sein, dass viele von euch das gar nicht kennen, falls ihr den mal irgendwo seht, müsst ihr euch anschauen, ja, ist auf jeden Fall urkomisch, ist total lustig gemacht, und er hatte eben auch so eine Moral, ja, und das geht genau. Bezieht sich halt auch auf diese Zeit und das ist halt auch die Zeit hier, als die Geschichte mit dem Huma Ekim spielt. Ich habe sie aufgeschrieben, ja, also das war tatsächlich Samstag im Herbst 1957, der 5. Oktober, ganz genau. Und da ist halt, da reift halt beim Sonny, beim Huma, also die Idee, ich will Raketen ins Weltraum schießen. Und das lässt ihn halt nicht mehr los. Ja. Also er quatscht dann mit seinen Kumpels und seinen Freunden, ist so eine kleine Clique, ja, also so richtig cool gemacht und cool geschildert, obwohl es jetzt nicht erfunden ist, sondern ja, Huma Ekim sagt, es war tatsächlich so. Der ein oder andere Name ist wohl geändert, ja, weil er vielleicht, um die Persönlichkeitsrechte von jemandem zu verletzen, mit dem er vielleicht heute, oder als er das geschrieben hat, keinen Kontakt mehr hat. Und dann schreibt er auch, ich weiß nicht, ob im Vorwort oder im Nachwort, schreibt er auch irgendwo, ja, er schildert die Geschichte so, wie es er gesehen hat und so, wie es er in Erinnerung hat. Andere Beteiligte mögen das vielleicht ein bisschen anders in Erinnerung haben oder anders gesehen haben, aber das ist ja auch in Ordnung so. Und wie ich immer wieder sage, Wahrheit ist subjektiv, ja, und jeder hat eine unterschiedliche Wahrnehmung und auch eine unterschiedliche Wahrheit. Und er schreibt halt hier seine Wahrnehmung und seine Wahrheit. Und ich finde das aber super sympathisch gemacht, ja, also es ist... Dafür, dass er kein Schriftsteller ist, sondern ein Ingenieur, hat er das wirklich drauf. Also vom Schreibstil her echt, war ich echt begeistert. Ja. Weil es nichts Besonderes, ja, es ist jetzt keine Weltliteratur, aber trotzdem hat er einen schönen, flüssigen Schreibstil. Es ist anschaulich und man kriegt so man kann sich so richtig in die Stimmung hineinversetzen oder in dieses Gefühl, die das ja jeder irgendwo hatte, also die meisten, nicht jeder, ist schon klar, aber die meisten haben ja irgendwie so ein Gefühl, so Kindheitserinnerungen, wo sie gerne zurückdenken an so die Clique, damals so mit 12, 13, 14, ja, wie das damals war. Und ich hatte das Gefühl, bei mir hat das gewirkt, ja, bei mir hat das gefunkt. Ich habe dieses Gefühl, da finde ich, erfahren durchs Lesen und war da total begeistert. Ja. Und die kleine Gang oder ja, Clique von, glaube ich, 4, 5 Jungs sind, da ist halt auch alles vertreten, ja. Sein Bruder ist ein totaler Football-Crack, der Football-Star, ja, also der, wo von allen, von den Mädels, von den Jungs, von den Alten, von den Jungen, von allen überall angehimmelt wird, weil er der Allergrößte ist. Und er ist halt so der kleine, kleine Anhängsel, ja, und seine Kumpels sind halt auch bloß irgendwo so die lästigen kleinen Freunde von seinem kleinen Bruder. Mit dem hat er also eigentlich permanent Konflikte mit dem Bruder. Die prügeln sich auch regelmäßig, ja, für mich von der Darstellung her schon ein bisschen hart, ja. Also gut, ich kenne das nicht, weil ich kein Einzelkind bin, aber
kenne natürlich Bruderkonflikte von Bekannten und von Freunden von früher, aber so hart, wie das hier teilweise geschildert wird, war mir das ein bisschen unbekannt. Gut, West Virginia in den 50er Jahren, vielleicht herrschen da rauere Sitten. Die haben natürlich jeder so seine Eigenheiten und der eine ist ein bisschen schrulliger, der andere ist der totale Nerd, würde man heute sagen, ja, der mit dem eigentlich keiner was zu tun haben will, aber das totale Mathe- und Physik-Genie ist und mit dem freundet sich dann der Humor auch so langsam auf dem Pausenhof an, ja, und geht halt dann, weil er sich irgendein Buch besorgt hat aus der Bibliothek über Raketen und übers Weltraum und die Ausbeute ist dann nicht sehr ergiebig, aber das, was er findet, das studiert er, saugt er auf, ja, und lernt es fast auswendig. Und dann trifft er sich eben oder freundet sich an mit seinem Kumpel. Ich habe mir eigentlich Notizen hier gemacht, aber ehrlich, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie der Nerd-Kumpel hieß. Ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm. Es ist auch schon eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe. Es muss so Juni, Juli gewesen sein. Und hier habe ich mir das leider nicht aufgeschrieben, wie der heißt. Aber okay, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, die freunden sich dann an. Das ist so ein schrulliger Typ, ja, der war zu jedem dann, obwohl in dem Alter, sagt er immer alter Knabe und redet auch so ein bisschen, ja, hochgestochen, so als würde er schon so ein kleiner Wissenschaftler wäre, so die kleine Version von einem Wissenschaftler. Und dann raufen die sich da zusammen und fangen an eben zu überlegen, ja, wo kriegen wir Treibstoff her für so eine Rakete, wie funktioniert das überhaupt, wie machen wir das? Okay, sie besorgen sich dann so ein Metallgehäuse, durch das, dass ein Humor sein Vater, das ist der Chef von dem Bergbau, der Verantwortliche dort, der alles kontrolliert und zu dem geht er und fragt ihn halt um Hilfe, weil die ja Metall und sowas haben und eine Werkstatt, wo Arbeiter arbeiten, die Maschinen und die Gerätschaften, die sie für die Mine brauchen, in Stand halten. Und da kriegt er also dann die ersten Röhren, die er dann in seinem Garten mit, oder in der Waschküche befüllt er die mit einer Mischung aus verschiedenen Chemikalien und Zutaten, die sie aus dem örtlichen Geschäft holen. Also im Endeffekt Schwarzpulver, das was sie selber zusammengemischt haben und bereiten dann die ersten Starts vor. Und der erste Start, der geht dann total in die Hose, ja, also sprengen sie halb mit Mutters Gartenzaun in die Luft. Und das ganze Dorf oder die ganze Kleinstadt kriegt das natürlich mit. Ja, und das ist auch am nächsten Tag Tagesgespräch, dass der kleine Humor hier mit den anderen Rackern zusammen der Mutter ihren Gartenzaun in die Luft gesprengt hat. Über den Zaunfunk. Genau, das fand ich auch total sympathisch. Ja. Also der Zaunfunk verbreitet sich wie so ein Lauffeuer. Ja. Einer steht am Zaun, quatscht mit dem Nächsten, der quatscht mit dem nächsten Nachbarn und so weiß innerhalb von Stunden die ganze Stadt, was los ist. Aber es ist doch keiner böse. Ja. Ich meine, da wäre bei uns gleich Terrorismus-Großalarm. Ja, da würden gleich drei Sondereinsatzkommando anrücken, der Kampfhubschrauber würde kreisen und eine Hundertschaft Bullen würde die ganze Nachbarschaft räumen, weil irgend so ein Irrer jetzt sich zum Islamismus bekannt hat und irgendwie versucht, die Nachbarschaft in die Luft zu sprengen. Ja. Aber nö, in den 50ern in West Virginia, in Colwood, ist es halt, sind die Jungs, die machen ein bisschen Blödsinn. Ja. Und abgesehen davon, als jeder erfährt, ja, die haben den ja nicht zum Spaß den Gartenzaun in die Luft gesprengt, sondern die haben eine Rakete konstruiert, weil sie ins Weltraum fliegen wollen, dann finden die das alle total klasse und ja, das ist eine super Sache. Also wie gesagt, die kriegen da keinen Ärger, keinen Stress, kein gar nichts. Im Gegenteil, es wird ihnen dann noch mitgeteilt, sie sollen sich doch bitte irgendwo abseits der Stadt ein Plätzchen suchen, ja, wo sie keine Gartenzäune oder sonst irgendwas kaputt machen. Das Ganze entwickelt sich dann so Stück für Stück und der Humor befreundet sich dann schon fast an, kann man sagen, mit einem Arbeiter aus der Mine, den besucht er dann immer regelmäßig in der Werkstatt und die Arbeiter, dem seine Kollegen, die fressen dann auch einen Narren an ihm und an der Idee, also die tüfteln dann selber auch noch rum, wie sie diese Raketengehäuse am besten schweißen oder wie sie die Schweißnähte setzen müssen, das ist dann alles so schön, schön detailliert geschildert, jetzt nicht zu detailliert, ja, also es geht dann nicht seitenweise über Schweißnähte, sondern es ist halt so kurz angerissen, wie das da läuft und die Männer aus der Werkstatt, die investieren dann sogar ihre Pausenzeit oder bleiben ein bisschen länger nach der Schicht noch, um für den Humor da diese Gehäuse zu schweißen
Und immer wenn er einen Versuch wieder gemacht hat und feststellt, ach, das passt nicht, das passt nicht, das hat nicht funktioniert, oder es ist bloß 20, 30 Meter hochgestiegen, oder es ist gebrochen oder zerrissen, dann berichtet er das und dann überlegen sie sich wieder was, wie sie das Gehäuse, doch diese Röhren besser verschweißen. Dann überlegen sie, wie sie die Finnen anbringen oder welche Form das die Finnen haben müssen. Alles so Kleinigkeiten, ja, wie die Spitze beschaffen sein muss, alles wird da schön beschrieben. Und das ist so dieser Entwicklungsprozess, der sich da über ein paar Jahre hinzieht, wie die Jungs da tatsächlich aus Eigeninitiative, ohne dass ihnen irgendjemand hilft, selber nur durch Bücher. Und die einzige Hilfe, was sie haben, ist von einer Lehrerin, die da total begeistert ist, dass die das machen. Und die schenkt Humer dann ein Buch über... Also über Raketen. Ich weiß jetzt nicht genau, was die spezielle Thematik von dem Buch war, das habe ich vergessen. Aber es ist auf jeden Fall ein Buch, das sich mit Raketenantrieben und Weltraumfahrt beschäftigt. Und der Humer ist dann total hin und weg und lernt dieses Buch im Endeffekt auswendig. Und zusammen mit seinen Kumpels tüfteln sie halt da wirklich Tag und Nacht rum. Jede freie Minute, die sie haben, verbringen sie damit, Raketen zu studieren, neue Gehäuse zu konstruieren, dann mit einem Treibstoff oder mit einem Antrieb herum zu experimentieren und versuchen halt immer höher zu kommen. Und das entwickelt sich auch. Ja. Also sie kommen dann auch an den Punkt, wo sie feststellen, ach, Schwarzpulver, das ist jetzt hier nicht der Treibstoff der ersten Wahl. Dann finden sie eine neue Mischung raus, ja, aus Zinkstaub und Alkohol, glaube ich. Zinkosprit, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, nennen sie das Gemisch. Und das ist natürlich dann so eine, durch das Alkohol ja nass ist, ist dann so eine nasse Paste, die trocknen sie dann unten in der Nähe vom Ofen, in der Waschküche, ja, und die Mutter schon immer so, ja, sprengt es mir jetzt bloß nicht den Keller in die Luft, wobei sie dann später rausstellt, das wäre ihr gar nicht so unrecht, ja, aber dann kriegt sie eine neue Waschmaschine, ja, so ist die Denke. Und die Raketen, die fangen dann auch an, wirklich Höhe zu machen, ja, es ist hier kein Kinderspielzeug, mit dem die da rumexperimentieren, sondern die bringen die Teile wirklich richtig auf Höhe. Also wir sprechen hier so von 2, 3, 4, 5 Kilometern. Also das entwickelt sich also Stück für Stück, wenn du das Buch liest, es steigt halt mit fortschreitendem Seitenzahl, steigt auch die Höhe der Raketen. Das wird dann richtig eine Sensation. Also sie kriegen dann auch eine alte, stillgelegte Abraumhalde zur Verfügung gestellt vom Vater, ja, weit ab vom Schuss, wo im Umkreis von ein paar Kilometern nichts ist. Und da dürfen sie sich so eine kleine Holzbude aufbauen als Kontrollzentrum oder als Kontrollstand. Da legen sie dann am Anfang, ja, haben sie natürlich mit Zündschnüren die gestartet, ja, musste dann mit dem Feuerzeug hinlaufen, anzünden und dann schauen, dass er wegkommt. Und das haben sie sich dann auch weiterentwickelt, ja, dass sie also keine Zündschnur mehr legen, sondern ein Kabel angeschlossen an eine Batterie oder an einen Zünder, wie man die halt so kennt, klassisch aus dem Fernsehen, wie man Dynamit zündet. Und diese Abraumhalde, die nennen sie dann Coalwood. Ja, eine von den Müttern der Jungs, die näht dann sogar noch eine Flagge mit einem Symbol drauf vom Coalwood Raketen Boys oder Rocket Club. Ich bin jetzt auch nicht so ganz sicher. Wie gesagt, das ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, fast ein gutes halbes Jahr. Und das hat halt aber alles so einen Charme. Ja. Also ich war da total begeistert, wo ich das gelesen habe und fand es total klasse. Deswegen stelle ich das Buch jetzt auch vor, weil mir das einfach total imponiert hat. Und die Jungs, die sind halt da voll dabei, ja, und haben eigentlich von allen Seiten nur Unterstützung. Und bis sie halt dann erwachsen werden, ja, und dann wieder, was der Humer dann tatsächlich beruflich macht und wie er sich dann weiterentwickelt, ist, da mag ich jetzt nichts dazu sagen, weil es soll ja dann schon auch noch ein bisschen Spannung bleiben und Überraschung für denjenigen, der es noch nicht gelesen hat und vielleicht lesen mag. Allerdings, wer ihren Klappentext, ja, oder eben innen drin hier diese Texte liest, der weiß natürlich dann schon auch, bevor er das Buch aufschlägt, Bescheid, was er weiß. Und wer in Humer Ikem seinen Namen im Internet eingibt, der wird auch fündig, was der ist. Der hat nicht nur das Buch geschrieben, der hat auch ein anderes Buch geschrieben, das habe ich aber nicht gelesen. Albert muss nach Hause, heißt das, über irgendeine verrückte Reise als ein Ehepaar ein Krokodil auf dem Dach von ihrem Auto durch die USA transportiert. Klingt auch total schrullig. Wie gesagt, ich habe es aber nicht gelesen. Aber das ist wirklich ein klasse Buch. Und das Einzige, was ich ein bisschen komisch fand, war,
wo ich nicht weiß, ob woran das liegt, ob das daran liegt, dass es damals so gewesen ist oder ob das einfach der Humor später dann falsch in Erinnerung hatte oder einfach so in Erinnerung und er meinte, dass es so war, ist diese Darstellung. Ja, du hast da einige, auf der einen Seite diese Jungs, die so teilweise schon wirken wie Jungs, ja, wie kleine, nicht wie kleine Kinder, aber schon wie halt typische Jungs sind, ja, so mit 12, 13 und gleichzeitig sind sie aber irgendwie, üben sie schon, wie man BHs aufmacht, dann durch das, dass sie in Amerika sowieso früher Auto fahren darfst mit 16 und sich da halt auch in West Virginia in den 50ern kein Schwein dafür interessiert hat, wer da tatsächlich hinterm Steuer sitzt, also der eine ist dann schon, beide fährt dann schon mit 15 Auto, nimmt sich halt dann irgendein Auto von der Familie, was halt gerade übrig ist, da fahren die dann in der Gegend rum. Teilweise schlagen sie sich, wenn sie irgendwo im anderen County über die Hügel zu Besuch waren und einen Bus verpasst haben oder die Mitfahrgelegenheit, schlagen sie sich dann zu Fuß beim Schneesturm die ganze Nacht durch die Berge, um wieder nach Hause zu kommen. Also es ist so eine Zwiespältigkeit. Einerseits schon total erwachsen und total reif und gleichzeitig aber auch irgendwie noch total kindisch. Das ist mir aufgefallen, das fand ich ein bisschen seltsam. Ja, ich weiß nicht, wenn ich an meine Jugend zurückerinnere, glaube ich, war das nicht so. Das war irgendwie schärfer getrennt. Hier ist das, wie gesagt, ob das an den 50er Jahren liegt oder ob das einfach der Humor halt so in Erinnerung hat, das war gar nicht so, kann ich nicht beurteilen. Ansonsten gibt's noch, hat der Humor, steht da in Konflikt mit seinem Vater. Das ist der Typ, der lebt für die Mine. Ja? Also die Mine ist für den alles. Das ist dem sein Leben. Das ist noch wichtiger als die Familie, auch als die Ehe. Also die Ehe, die ist jetzt auch so, naja, also nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja? Also, weil auch permanent, da haben die zwei Telefone zu Hause und eins, das klingelt, dann weiß sofort jeder, das ist die Mine. Und Humer, sein Vater, ist im Endeffekt, wenn er mal Hörer ist, hat er schon Mantel, Hut gepackt und zieht sich die Stiefel an und stürmt davon, weil da irgendwas los ist und das Tag und Nacht. Das ist so häufig und so regelmäßig, dass die Mutter vom Humer das schon gewohnt ist und die in zwei verschiedenen Schlafzimmern schlafen. Und dann ist noch dazu, dass der Humer immer das Gefühl hat, dass sein Vater, der hilft ihm zwar, ja, also indirekt, wenn der Humer irgendwie fragt, hey, Babs, ich bräuchte dies oder jenes für meine Raketen, dann sagt er, ja, nee, das geht nicht, oder druckst so rum, oder sagt irgendwas, dass das nicht läuft, und am nächsten Tag steht aber dann vor der Tür oder an irgendeinem Platz, an dem es der Humer auf keinen Fall übersehen kann, genau das Zeug rum, was er halt bräuchte. Das ist auch so ein zwiespältiges Verhältnis zwischen den beiden und irgendwie werden die nicht so richtig warm, ja, weil der für den Vater vom Humer ist eigentlich der Footballstar, also der größere Bruder vom Humer, der ein Footballstar ist, ja, das ist für den so das Aushängeschild der Familie und das findet der total klasse und damit, dass der Humer da so in die Ingenieursrichtung geht oder solche Flausen, kann man schon fast sagen, im Kopf hat, das findet er irgendwie ein bisschen seltsam oder kann damit nichts anfangen. Denn für ihn ist irgendwie klar, seine Söhne, die müssen auch oder sollten auch in der Mine arbeiten, weil es gibt ja für ihn einfach nichts anderes. Und der Humer, das ist er natürlich so mit 13, 14, als das losgeht, nicht so klar. Beim Laufe der Geschichte merkt man das schon, ja. Das ist natürlich für den und für seine Kumpels schon klar, irgendwo ab einem gewissen Punkt, wenn die sich da reinstressen und wenn die sich mit diesen Raketen befassen und in diese Richtung gehen, dass sie dann Ingenieure werden wollen, dass das deren Ticket ist, raus aus diesem Kaff, ja, also wo ja nichts los ist, da sagt sie ja unter und Katzgutnacht 2000 Leuten irgendwo in West Virginia im Wald, ja, wo es halt einfach auch nichts gibt, außer die Mine und die Geschäfte drumherum, die man braucht, damit die Leute halt ihr alltägliches Leben bestreiten können. Und da ist der Vater, der weiß das natürlich, oder dem ist das natürlich klar, ja, dass wenn die da dranbleiben und das nicht bloß so ein Spleen ist über den Sommer, einmal wo die sich ein Jahr mit beschäftigen, wie geht der mit Jugendlichen und Kindern, ja, die einmal 3 Wochen lang machen sie Karate, dann spielen sie Fußball, dann Eishockey, dann wollen sie Skifahren, dann ist Tanzen angesagt, dann Musik, dann dieses, dann jenes, ja, also die haben in 10 Jahren 37 Hobbys. Beim Humer ist das halt nicht so und bei seinen Kumpels, die bleiben da echt dran und die machen auch sonst nichts. Also für die ist Raketen bauen, Raketen starten lassen das Allerhöchste. Und zum Schluss artet das ja schon fast ein Volksfest aus. Ja, also werden dann per Aushang im örtlichen
öffentlichen Laden, wird dann angekündigt, dass also jetzt bald wieder ein Raketenstart ansteht. Und dann kommt da tatsächlich die halbe Stadt angefahren mit Autos und in dieses Colwood. Oder, Cape Colwood, genau, das war ich auf Cape Canaveral und habe es nicht mehr zusammengebracht. Aber in Anlehnung an Colwood nennen sie diese Abraumhalde, diese Abschussstelle, wo sie sich da eingerichtet haben, Cape Colwood. Und da kommen die alle hingepilgert und fiebern da halt mit, wenn so eine Rakete da in den Himmel schießt und dann tatsächlich da Kilometer hochsteigt. Ja. Und das ist halt echt alles ein schön gemachtes Buch und eine schöne Geschichte. Und halt tatsächlich auch noch durch das, dass sie wahr ist, finde ich, da hat es immer noch so einen gewissen extra Reiz und Charme, ja, weil es halt einfach nicht erfunden ist, sondern weil es tatsächlich so gewesen ist. Ich kann euch das Buch nur empfehlen. Es ist, ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, es ist ja auch kein neues Buch, es ist schon älter. Es ist ursprünglich 1998 rausgekommen, die erste Auflage, und dann ist es vom HarperCollins Verlag. Das hier ist es vom HarperCollins Verlag, ist es dann 2017 nochmal rausgekommen. Und ich habe davon nicht sehr viel mitbekommen. Ja. Also ich meine, normalerweise ist ja oft auf manchen Büchern, ich mache diese Aufkleber zwar ab, aber hier war keiner drauf. Spiegel Bestseller oder sowas habe ich nichts gefunden. Also ich weiß nicht, wieso dieses Buch irgendwie untergegangen ist, weil ich finde das also wirklich ein klasse Buch. Ja. Es ist total charmant und macht total Spaß zum Lesen. Und es sind auch so ein paar so Assoziationen drin oder ein paar so Sätze, wie zum Beispiel, dass er die Wolken beobachtet, der Homer, und das hat er, finde ich, total schön formuliert, ja, dass er sagt, ja, für ihn sind die Wolken wie so Wolkenschiffe, ja, die aneinander andocken und dann einen Regen herabfallen lassen. Und das fand ich schon irgendwo so Wolkenschiff, ja, diese Wortschöpfung, die ihm da eingefallen ist, das fand ich schon ganz klasse. Und das war auch so, wo ich das gelesen habe. Ja, genau, hier habe ich es mir sogar aufgeschrieben. Wie Wolkenschiffe, die manchmal andocken, um Regen zu produzieren. Und genau das ist es halt. Ja. Also das fand ich total schön. Und da habe ich darüber nachgedacht und dann auch in den Himmel geguckt. Ich sitze meistens, wenn es irgendwie das Wetter zulässt, zum Lesen draußen. Und dann dachte ich, ja, Wolkenschiffe, klasse. Ja, das ist eine schöne, schöne Formulierung. Eine Parallele, die ich noch gesehen habe, nicht nur zu den USA oder zu Deutschland, was auch damals ein Problem ist, wie genau heute. Ich habe heute durch Zufall erst mit jemandem darüber gesprochen, weil es eben nicht nur, weil es einfach immer wiederkehren kommt, ja, das Bildungssystem. Es wird hier, du kriegst da klar vor Augen geführt, wie das Bildungssystem damals in den USA funktioniert hat, wie es wahrscheinlich in Deutschland genauso funktioniert hat, wie es eben zu meiner Jugend vor 25 Jahren auch war und wie es eben heute, nachdem ich eben heute mit jemandem darüber gesprochen habe, auch zu sein scheint. Ja, es geht einfach total im Endeffekt an der Realität vorbei. Ja. Also die haben schon damals den Kindern nichts Vernünftiges beibringen können. Das konnten sie während meiner Zeit schon nicht und das können sie heute anscheinend auch nicht. Ja, das ist natürlich ein Totalversagen auf ganzer Linie, wo du dich dann wundern musst, wenn du dann immer wieder hörst, wie sehr das wissenschaftliche Ausbildungsberufe oder gar Studiengänge, dass die nicht so sehr stark frequentiert sind und dass es dann immer irgendwo Probleme gibt mit dem Nachschub bei den Physikern, bei den Mathematikern und überhaupt bei den Naturwissenschaften. Ja, also wenn man natürlich im Verlauf von jetzt, wenn man jetzt mal den Ausgangspunkt 50 Jahre nimmt und jetzt haben wir also 2021, wenn man dann natürlich, egal ob in den USA oder in Deutschland, innerhalb von 70 Jahren, ja, irgendwie nicht auf die Reihe kriegt, dieses scheiß Bildungssystem mal so zu so in Stand zu setzen oder so umzukrempeln oder so auf Vordermann zu bringen, dass man tatsächlich junge Menschen und Jugendliche an Naturwissenschaft, Physik, Chemie, Mathematik spielerisch und mit Freude heranführen kann, sodass die da Spaß dran haben. Ja, ich meine, also wenn für mich war Chemie, Physik und Mathe immer der absolute Terror in der Schule. Ja. Und ich habe das auch, das habe ich heute in einem Gespräch mit der Frau, mit der ich da unterhalten habe, die hat selber zwei Jungs, die ins Gymnasium gehen, hat mir genau dasselbe bestätigt. Ja. Und das ist halt einfach ein Unding, ja, wenn du dir das anschaust, dass die da zu blöd dazu sind, muss man schon sagen. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie gewollt ist, ob die da einfach alle bloß inkompetent und dumm sind, die da hocken, ja, die für das Bildungssystem verantwortlich sind. Aber wenn man die Leute halt, wenn die den Unterricht heute noch immer so gestalten, wie sie bei mir gestaltet haben, dann brauchst du die Fragen, dass kein Schwein sich für diesen
diesen Scheiß, ja, kann man so sagen, interessiert, weil das wird ja auch dargestellt und rübergebracht als Scheiß. Und wenn ich an meine Zeit zurückerinnere, ich bin einer, ich will alles wissen, ich hinterfrage alles, ja, als wenn mir einer irgendwie sagt, hey, pass auf, dieses und jenes, das ist einfach so, und ich sage, nö, glaube ich nicht. Da muss es doch einen Grund dafür geben, warum ist das so? Und wenn dann ein Lehrer, und so war das in meiner Schulzeit oft, ja, wenn dann ein Lehrer zu mir sagt, ja, das ist vollkommen irrelevant, warum das so ist, das ist einfach so, das hast du so zu akzeptieren und du hast zu tun, was ich sage, dann ist bei mir der Ofen aus, ja, dann schalte ich auf stur und dann sage ich, ja, du kannst mich mal, ja, weil wenn du nicht mal fähig bist, mir das zu erklären, warum und wieso, dass ich das machen soll oder warum und wieso das so ist, dann brauche ich auch nicht meine Zeit damit zu verplempern, wenn ich das als unnütz erachte. Und so ist es anscheinend heute immer noch so. Und ich denke damit Freude daran. Ich habe das sogar hier, ist jetzt improvisiert, ja, hatte ich nicht so geplant. Aber als ich das gelesen habe, ich bin ein alter Trekkie, also Star Trek Fan durch und durch. Als ich das hier gelesen habe von Metin Tolan, die Star Trek Physik, warum die Enterprise nur 158 Kilo wiegt und andere galaktische Erkenntnisse. Und wenn der, es müsste noch nicht mal der Metin Tolan mein Lehrer in Physik gewesen sein. Also es hätte mir schon gereicht, wenn jemand auf die Idee gekommen wäre von diesen ganzen gescheiten Menschen, die da sich einbilden, andere ausbilden zu können, ja, oder ihnen Lehrinhalte zu vermitteln, wenn die uns versucht hätten, auf diese Art und Weise oder auf diese Art und Weise an die Physik heranzuführen. Ich meine, man muss ja nicht mit der ganzen Schulklasse draußen auf dem Pausenhof Raketen in die Luft schießen. Ja? Das ist vielleicht doch ein bisschen heftig, aber es gibt ja Raketenclubs. Ja? Also es ist ja ein anerkanntes Hobby. Und ich meine schon, dass wenn man von der Schule aus, da wie es in Amerika, da gibt es das ja, ich weiß nicht, ob das in Deutschland gang gäbe ist, also in meiner Zeit an der Realschule war das nicht so. In Amerika an Highschools, da gibt es ja so einzelne Kurse, die du belegen kannst. Da machen die dann immer irgendwelche speziellen Sachen. Wenn es sowas gäbe, ja, oder wenn man uns anhand von Star Trek, das lief ja damals auch schon im Fernsehen, ja, wenn man uns da anhand dessen die Physik versucht hätte beizubringen, weil es ist schon so, weil ich den Untertitel gelesen habe, ja, wieso wiegt denn die Enterprise nur 158 Kilo? Ja, hier steht's drin, hier wird es dir erklärt, warum das so ist. Und da hätte ich als Knirps in der Schule, der jeden Nachmittag, damals lief ja noch, oder es lief ja glaube ich nur einmal die Woche, im ZDF lief ja das damals noch im Nachmittagsprogramm Raumschiff Enterprise, Star Trek The Next Generation. Wie gesagt, ob das jetzt jeden Tag war oder nur einmal die Woche, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das immer geliebt, ja, und ich konnte es kaum erwarten, bis das gekommen ist. Und wenn unser Physiklehrer in der Schule einfach gesagt hat, hey, heute Nachmittag kommt Star Trek, diese und jene Folge, und als Hausaufgabe gebe ich euch auf, schaut euch das an und dann überlegt euch mal, warum dieses und jenes so ist oder warum dieses und jenes so nicht sein kann. Das wäre was ganz anderes gewesen und das wäre ein Punkt gewesen, wie man, bin ich felsenfest davon überzeugt, wie man damals, heute und auch in der Zukunft viel mehr Jugendliche dazu bringt, dass sie sich für Physik, Chemie und Mathematik interessieren. Weil die paar wenigen, die sich dafür interessieren, die sind ja schon fast beneidenswert, weil da gibt es nicht viele. Und die anderen, die interessieren sich ja nur nicht, weil sie das für einen Scheiß halten. Wenn sie das aber mit etwas in Verbindung bringen würden, was sie selber gut finden aus ihrer Freizeit, dann wäre diese Sachlage eine komplett andere. Aber wie gesagt, wir hatten das eben schon in den 50er Jahren in den USA so. In Deutschland war es mit Sicherheit nicht anders. Und das ist bis heute so geblieben. Also in 70 Jahren sind die einfach absolut unfähig, irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Und dann jammern sie aber immer im Abständen von ein paar Jahren rum, dass es mit der Naturwissenschaft so schlecht ausschaut. Ja, also da stelle ich mir dann schon die Frage, ja, was für Leute das da in Verantwortung sind. Ein Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, was ich ja total faszinierend fand, ja, das ist jetzt dann hier zum Abschluss, was so auch so ein bisschen Kritik, ja, über die Gesellschaft und über unsere Medienlandschaft widerspiegelt. Ich habe das gelesen und war da total baff, ja. Also dass der John F. Kennedy hat hier, also und ich meine der Humor Ikem, ja, der war ja dabei, also der hat das ja live im Fernsehen gesehen, der hat es ja mitgekriegt, also der John F. Kennedy, als die Mission zum Mond ausgerufen hat, ja, also das Mondprogramm, das jetzt die USA bis Ende des Jahrzehnts, glaube ich, hat er damals gesagt, Anfang der 60er den Mond erreichen müssen, da hat er die Wortwahl gewählt. Also ich habe das jetzt nur im Wortlaut rausgeschrieben, aber als nationale Anstrengung hat er es beschrieben, die notwendig ist, um nicht nur die USA
im Weltraum nach vorne zu bringen oder überhaupt Menschen in den Weltraum oder auf den Mond zu bringen. Nee, sondern er hat es tatsächlich wortwörtlich bezeichnet als, um die USA wieder großartig zu machen. Und das war halt für mich so ein Schlag vor den Kopf. Ja, wo ich mir dachte, ja, Moment mal, die USA wieder großartig machen? Dann fiel mir natürlich gleich ein, great again, ja. Also ich meine, das war ein Trump, sein Slogan. Also der Trump hat da so einen Slogan benutzt. Ich meine, ich bin kein Trump-Fan, ja. Also ich meine, das ist ja eine Karikatur, ja, von nicht nur von dem Präsidenten, von dem Politiker, sondern überhaupt von den Menschen. Der Typ, der ist echt sowas von unter aller Kanone, das geht ja gar nicht. Aber er ist nun mal Präsident geworden und hat da einfach diesen Satz 1:1 von John F. Kennedy geklaut. Und da wird dann aber, was haben wir dann aber dann für eine Medienlandschaft? Ja, die hauen dann auf den ein. Ja, ob er ein Idiot ist oder nicht, spielt jetzt mal gar keine Rolle. Ich finde schon. Aber trotzdem, dann schlagen die auf den ein, hauen ihm diesen Satz um die Ohren, als wenn er der letzte Nazi wäre, weil das ja kein normaler Mensch nicht sagt. Aber dabei ist das ein Satz, den John F. Kennedy schon 1961 oder 1962 gebracht hat. Und da ist das, das war aber ein Volksheld, ja. Das ist ja ein amerikanischer Präsident, der sogar bei uns in Deutschland mehr Volksheld ist als in Amerika selber. Und da wird dann keine Silbe wird darüber verloren, ja. Es wird nur auf den Trump eingeschlagen, weil er sich erdreistet, America great again zu machen. Aber der John F. Kennedy, der das schon vor 50 oder 60 Jahren mittlerweile gefordert hat, ja, da verliert man natürlich kein Wort drüber. Und das finde ich schon, ja, das ist so wirklich ein bezeichnendes Bild, ja, was das auf die Medienlandschaft nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und weltweit größtenteils wirft. Das ist wirklich also phänomenal. Ja. Und ich habe das nicht gewusst. Ich habe das hier das erste Mal gelesen. Ich wusste nicht, dass der John F. Kennedy das so gesagt hat. Und da war ich echt also, ja, begeistert. Ja. Also wie gesagt, ich bin kein Trump-Fan. Ja. Und der Typ, der ist ja sowas von vollkommen gleichgültig. Aber trotzdem, da geht es halt vor allem um die Verhältnismäßigkeit und dieses Messen mit zweierlei Maße. Und das geht mir sowieso auf den Sender wie nochmal was. Ich kann nicht, wenn einer etwas sagt, dann ist das schlecht, weil das vermeintlich der Richtige ist. Ja, und der andere, der vermeintlich der Falsche ist, wenn der sagt, genau dasselbe sagt, dann ist es falsch. Ja. Also entweder ist es sachlich korrekt oder ist es richtig oder ist es eben nicht. Aber es kann nicht sein, dass eine Sache, die einer sagt, falsch ist, weil er eben er ist. Und der andere, der genau dasselbe sagt, bei dem ist es dann richtig. Das geht überhaupt nicht. Ja. Und in den Medien, die ja immer sich hinstellen als wären sie das Nonplusultra an Seriosität, Objektivität und Neutralität, geht das schon mal gleich dreimal nicht. Das machen die aber mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre das das Normalste von der Welt. Und das war eins der Highlights, informativen Highlights aus diesem Buch. Ansonsten gibt es hier mehr Informatives. Ja, ich habe hier immer meine Marker drin. Ist dann immer die Frage, was ich dann markiert habe. Das ist wieder so ein langes Gesetzel, was ich markiert habe. Das mag ich jetzt nicht vorlesen, das ist zu viel. Aber es sind genug interessante Sachen drin. Also wer sich ein bisschen für Raumfahrt, für Raketen oder für Technik im Allgemeinen, für Antriebe und solche Sachen interessiert, der wird auf jeden Fall mit diesem Buch gut bedient sein und unterhalten. Das ist allemal. Und es ist auch eine nette Geschichte von so einer Jugendklique, die halt so, ja, coming of age würde ich jetzt nicht sagen, aber schon so von der Pubertät heranreift bis zum jungen Erwachsenen, ja, so kann man so sagen. Also ich meine, es geht los, als er 14 ist und hört auf ungefähr, dann müsste er 17, 18 sein. Wie gesagt, Leute, Rocket Boys kann ich nur empfehlen. Lest es, habt Spaß, hab mich gefreut, wenn ihr es zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Euer Phil, ciao.